Winter, Weihnachten, Kälte und was Warmes zu trinken, das gehört zusammen. Jetzt wäre ein warmes Bad oder ein Badetag im Hallenbad perfekt. Doch wie sieht es aktuell in der Energiekrise mit den Schwimmbädern überhaupt aus? Haben die offen und wenn ja, wie wird das Wasser warm? Ich habe jetzt einen Termin mit dem Nachhalttiger im Schenkenseebad und wir treffen dort auch den Badebetriebsleiter Jens Miermeister. Hi zusammen. Hallo. Wie ich sehen kann, hat das Schenkenseebad geöffnet und es kann gebadet werden. Haben die Stadtwerke genug Energie, um das Bad warm zu halten oder gibt es Energiesparmaßnahmen? Ja, auch wir haben Energiesparmaßnahmen für die Wintermonate umgesetzt. Aber grundsätzlich bleiben das Freizeitbad und der Saunapark geöffnet. Und welche Einschränkungen gibt es denn aktuell? Ja, Schwimmen ist gesund und uns ist insbesondere wichtig, dass Kinder schwimmen lernen. Deswegen haben wir insbesondere während der Woche, montags bis donnerstags, haben wir ein paar Einschränkungen. Beispielsweise haben wir die Rutschen nur nachmittags in Betrieb und im Saunapark ist der obere Bereich geschlossen, weil eben weniger Besucher da sind. Am Wochenende haben wir mehr oder weniger Normalbetrieb. Wir haben allerdings, muss man sagen, insgesamt die Raumtemperaturen und die Wassertemperaturen etwas abgesenkt. Und Rutschen ist aber möglich und sonstige Becken sind alle in Betrieb. Schul- und Vereinsschwimmen ist auch natürlich unter der Woche möglich. Außenbecken, wie gesagt, ist grundsätzlich, weil viel Energie verbraucht wird, geschlossen. Okay, und wie viel Energie benötigt zum Beispiel das Erwärmen vom Sportbecken? Ja, das kann ich gerne erklären, aber ich würde sagen, es ist kalt draußen und dann gehen wir doch besser rein und schauen uns das drinnen an. Ja. Schauen wir uns das doch mal gemeinsam an. Hier von der Empore hat man ja einen Blick auf das Sportbecken im Freizeitbad hier im Schenkensee. Was muss denn passieren, um in einem warmen Becken schwimmen zu können? Zunächst werden die Becken in den Sommermonaten während der Revisionsarbeiten gewartet und gereinigt und anschließend werden die Becken wieder mit Wasser befüllt. Okay, wie viel Wasser befindet sich denn in diesem Sportbecken? Im Sportbecken befindet sich 1564 Kubikmeter Wasser oder 1,564 Millionen Liter Wasser. Mhm. Das entspricht ungefähr 10.240 Badewannen zu 150 Liter Inhalt. Okay, das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Wie wird denn das überhaupt erhitzt, das Wasser? Mit sogenannten Plattenwärmetauschern. Auf der Primärseite fließt da Fernwärme und erhitzt so das Beckenwasser. Okay, und auf wie viel Grad wird das Wasser erhitzt? Das kommt mit 17 Grad ungefähr hinein aus dem Leitungsnetz und wird auf 26 Grad erwärmt. Wie lange dauert es etwa, bis dann die Temperatur dann erreicht ist? So ungefähr 3 bis 3,5 Tage. Und von der Energie her, wie viel Energie wird da verbraucht, um das Wasser zu erhitzen? Rund 16.400 Kilowattstunden. Das entspricht ungefähr dem Energiebedarf von 1 bis 2 Einfamilienhäusern. Mhm. Wie viel Heizöl bzw. Öl entspricht das? Das sind ungefähr 1640 Liter Heizöl oder 1600 Kubikmeter Gas. Bei Holz kommt es darauf an, ob es sich um Hartholz oder Weichholz handelt, beziehungsweise wie die Restfeuchte des Holzes ist. Gehen wir mal von Weichholz aus, entspricht es ungefähr 8,4 Festmeter Stammholz oder 12 Raummeter Schaltholz oder 16,8 Schüttraummeter Fichtenholz. Wenn man von einem Transport-LKW ausgeht, der ungefähr 40 Raummeter Holz pro Ladung transportieren kann, ist es ungefähr eine Viertel LKW-Ladung. Okay. Wie viel Energie wird überhaupt benötigt, um zum Beispiel das Sportbecken bei gleicher Temperatur warm zu halten? Wöchentlich haben wir einen Wärmebedarf von ungefähr 9200 Kilowattstunden. Das ist ungefähr so die Hälfte, wie wir brauchen, um das Becken zu erwärmen nach der Wiederbefüllung. Wusstest du das? Ja, da wird ja ganz schön viel Energie benötigt. Und jetzt gerade zu der Weihnachtszeit, da haben ja viele von uns auch zu Hause einen Weihnachtsbaum. Wäre es rein theoretisch auch möglich, mit den Weihnachtsbäumen das Sportbecken zu beheizen? Ja, für die Energie, die für das Schenkenseebad gebraucht wird, wäre zunächst eine große Lagerfläche für die Weihnachtsbäume erforderlich, die zunächst so bei uns erstmal nicht vorhanden ist. Wenn man Bäume zu Hackschnitzel umverarbeiten würde, dann könnte man den Lagerraum natürlich deutlich reduzieren.
Aktuell kommt die Wärme aus dem Fernwärmeverbundnetz von Schwäbisch Hall und wird in sehr effizienten Kraftwerken, beispielsweise mit Biomethan, erzeugt. Eine Holzheizung im Bad könnte diese Effizienz nie erreichen. Abgesehen davon haben wir auch nicht die Heiztechnik bei uns im Bad, um Holz energetisch nutzen zu können. Somit stellt sich für uns diese Frage aktuell nicht. Okay. Wenn wir jetzt mal so ganz rein theoretisch rechnen, in Schwäbisch Hall haben wir so circa 26.000 Haushalte und wenn jeder davon so circa einen 2 Meter hohen Weihnachtsbaum hätte, wie viel Energie käme da zustande? Wenn wir von einem Heizwert von ungefähr 20 Kilowattstunden je Weihnachtsbaum ausgehen, dann entspricht es ungefähr 520.000 Kilowattstunden. Wie viele Bäume bräuchte man dann, um das Sportbecken zu erwärmen und vor allen Dingen, wie lange würde das reichen? Wenn man von einem Heizwert von 20 Kilowattstunden pro Baum ausgeht, dann bräuchten wir, um das Becken zu erwärmen, von 17 auf 26 Grad ca. 840 Weihnachtsbäume. Um dann das Sportbecken eine Woche lang warm zu halten, bräuchten wir ungefähr 460 Weihnachtsbäume. Somit wären also genug Schwäbisch-Haller Weihnachtsbäume vorhanden, um das Sportbecken ein Jahr lang zu erwärmen und auch warm zu halten. Wusstest du das? Wer sich an kalten Wintertagen trotzdem aufwärmen möchte, die Sauna hat geöffnet und auch das Wasser mit 26 Grad ist doch ausreichend warm, um darin zu schwimmen. Also nachhaltiger, danke schön fürs Aufklären, bis zum nächsten Mal. Mach's nachhaltiger. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.